Was machen dieser nette Mann und ich hier vor einer Stadt? Ja, ist eine Stadt auf jeden Fall, mitten in den Bergen. Das gibt's in diesem Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Mein Name ist Basti und neben mir steht der Matthias. Den lassen wir gleich nochmal vorstellen. Ich möchte nur kurz erwähnen, wo wir uns denn hier befinden. Wir befinden uns oberhalb von Bruneck. Und was es damit auf sich hat, das zeigen wir dir in diesem Video. Nun aber erstmal zu dir, Matthias. Hallo. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Wer bist du denn? Also ich bin der Matthias. Ich bin im lokalen Tourismusverein tätig und zwar in Ohlang, ein Dorf weiter weg von Bruneck. Bruneck ist sozusagen die Kleinstadt unserer Region. Und für die Region generell mache ich das Thema Bike. Das ist nämlich auch das, wo wir uns verbunden haben. Also du bist interessiert an einem Bike-Festival. Genau. Wir wollen sowas natürlich gerne unterstützen. Und da sind wir zusammengekommen. Das Ganze ins Leben gerufen hat die Isa, die kennt ihr ja auch schon bei uns auf dem Kanal. Die hat so diese Strippen gezogen. Und mittlerweile ist es so weit, dass wir schon eine Location haben. Die befindet sich ein bisschen weiter da oben. Genau. Aber dazu später mehr. Matthias, was ist Bruneck? Wie groß ist Bruneck? Gib uns kurz ein paar Fakten. Also Bruneck ist eine kleine Stadt. Ja. Mhm. Wir sind ja hier in Südtirol, da ist alles etwas kleiner als bei euch. Bruneck ist für uns eine große Stadt. Ja. Bruneck hat aber, glaube ich, so was von 15.000 Einwohnern. Ja. Also relativ klein, liegt direkt am Kronplatz. Das ist unser Hausberg da hinten oben. Das ist der Skiberg und der Bikeberg. Und Bruneck ist sozusagen das Zentrum unserer kleinen Region Kronplatz. Bruneck ist eine kleine kulturelle Stadt, hat eine große Lebensqualität und ist auch mehrmals in Italien die lebenswerteste Kleinstadt Italiens gewählt worden. Also man kann da schon sehr gut leben. Das auf jeden Fall. Also wir sind selber nochmal durchgefahren. Und es soll in diesem Video auch gehen, was gibt es denn hier so zu tun? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr würdet gerne einen Urlaub machen zu diesem Bike-Festival, was ihr dann noch so an Aktivitäten machen könnt. Und da kommen wir jetzt zu Bruneck. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr in den Orten außenrum irgendwo nächtigt, dann könnt ihr immer die Fahrradwege nutzen, die dann alle irgendwo auch hier in Bruneck wieder rauskommen, oder? Ganz genau. Also wir haben hier einen Fahrradweg, das ist die Fahrradroute Bussertal. Mhm. Die läuft direkt durch die Stadt und läuft dann einmal Richtung Osten und einmal Richtung Westen. Mhm. Und alle Orte sind sozusagen direkt an dieser Fahrradroute dran. Mhm. Das heißt, du kannst aus deinem Betrieb raus aufs Bike, fährst am Radweg entlang, steigst dann da aus, wo du gern hin magst. Also wenn du in dem Fall nach Bruneck fährst, ja, sind es gerade mal 10 Minuten per Bike runter in die Stadt und dann bist du hier. Ja. So, wir stehen jetzt hier in Reischach. Reischach ist ein kleiner Ort hier unten am Fuße des Kronplatzes. Genau. Wunderbar. Und hier gibt es eine große Bergstation, also mit einem Lift, der nach oben geht. Aber es gibt hier noch was anderes, und zwar diese wunderschöne Fläche. Wunderschön? Wunderschön. Wunderschön begrünt. Was? Ja, brutal. Also so eine schöne Fläche haben wir selten gesehen. Spaß beiseite. Was wird denn hier stattfinden? Ja, hier wird das E-Bike Family Festival stattfinden. 2023, wichtiger Termin, 9. bis 11. Streicht euch das am besten in eurem Kalender ein und kommt mit eurer ganzen Familie. Denn wie der Matthias schon gesagt hat, es ist ein Family Festival. Genau. Was ist unser Ziel dabei?
Das Ziel soll eigentlich jenes sein, dass wir das Thema E-Bike mit dem Thema Familie verknüpfen. Das ist noch nie passiert, zumindest soweit wir das wissen. Genau, wir wissen sehr viel. Und wir versuchen dann alles mit reinzukriegen, dass jemanden, der Familie hat und das E-Bike irgendwie liebt, zusammenkriegt, also alles darstellt und vorstellt, was es da rundherum zu erleben gibt. Genau, das heißt aber auch, dass es nicht nur um Mountainbikes geht. Also wir sind hier zwar am Kronplatz, dort oben gibt es die Trails, aber es geht auch darum, dass ihr mit eurer Familie hier unten im Tal oder auch auf den anderen Bergen was erleben könnt. Das heißt, ihr könnt eigentlich mit Rädern, ihr könnt die hier auf dem Festival dann ausleihen und könnt einfach mal Touren fahren. Wir sind sogar dabei, dass wir versuchen, euch Anhänger zur Verfügung zu stellen, also dass ihr sogar testen könnt, wie ist denn das, wenn ich einen gescheiten Anhänger habe, vielleicht interessiert sich der ein oder andere dafür, Hundeanhänger, vielleicht auch für Kinderanhänger, und dann könnt ihr das hier ausprobieren. Und das ist unser großes Ziel, dass wir euch als komplette Familie hierher bringen, ihr könnt hier testen, ihr könnt hier Urlaub machen. Und man muss wirklich sagen, es ist hier, wir sind jetzt halt hier Ende September. Genau. Wir stehen beide noch kurzärmlich. Da heute Morgen war es ein bisschen kühler, sagen wir es. So. Wir stehen auf jeden Fall hier unten noch und es wird aktuell richtig schön warm. Also das heißt, es ist hier in der Region eigentlich, wie lange geht hier ungefähr so die Saison, kann man sagen? Du, die Saison geht hier, also am Kronplatz laufen die Lifte bis 30. Oktober. Das siehst du mal, also da ist schon, und das ist dann der Sommerbetrieb. Also ihr könnt dann auch sogar noch im Winter herkommen und dann habt ihr hier ein riesen Skigebiet. Ganz genau. Wunderbar. Hier auf jeden Fall haltet euch den 9. bis 11. Juni 2023 im Gedächtnis, oder besser gesagt, streicht ihn euch im Kalender an, denn da wird hier das Festival stattfinden. Und was war das? Ein Flieger? Gleiter. Und wir werden euch auf jeden Fall dann dort begrüßen dürfen, oder? Gerne. Wunderbar. Wir gehen jetzt Fahrrad fahren. Gut. Genau. Kommen wir noch mal kurz zur Einordnung, wo wir uns genau befinden. Also wir sind hier nicht ganz Richtung Boots, also Boots ist noch ein bisschen weiter, ne? Wenn man jetzt halt aus der, die alle kennen diese Straße, die ja über die Alpen, also über den Brenner fährt, dann fahrt man nicht ganz bis Bozen, sondern wir sind so ein paar Kilometer davor, oder? Genau, also der schöne Teil fängt hier an. Man muss Brenner Autobahn ja nicht bis Brixen, das kennen viele vom Bikefestival, bitte fahrt vor Brixen raus. Also das heißt, die Autobahnausfahrt vor Brixen heißt fahren. Mhm. Da fährt man einfach ab von der Autobahn und fährt dann immer ostwärts, also sozusagen wieder Richtung Österreich. Mhm. Dann geht es Richtung Osten, so eine knappe halbe Stunde auf der normalen Bundesstraße, und dann erreicht man hier die Stadt. Genau. Und wir befinden uns auch so in der Nähe von Antholz, vielleicht vielen sagt das was als Biathlon-Hochburg eigentlich in Südtirol. Und was haben wir noch für größere Orte? Also Brixen hast du gerade schon gesagt. Was gibt es hier noch so für lokale Highlights? Also die Fanne Sennes ist zum Beispiel da hinten, ne? Diese Bergkette. Ja. Genau, was haben wir noch? Die Drei Zinnen sind gleich eigentlich auch gleich ums Eck. Die Drei Zinnen sind relativ nah bei uns. Ja, da fährt man ab Bruneck noch mal so circa knapp eine Stunde knapp, dann ist man dort am Parkplatz und kann da wandern. Also es ist relativ alles relativ eng beieinander, wenn man es mit dem Auto oder mit dem Bus oder der Bahn macht. Ansonsten größere Ortschaften gibt es hier bis auf Bruneck dann, das sind alles relativ kleine Orte, die haben meistens so 3.000, 3.500 Einwohner, alles sehr klein geprägt, touristisch. Da gibt es einige jetzt hier in der Gegend, die größten wären vielleicht Olang etwas weiter oben oder auch dann über den Berg rüber St. Vigil. Mhm. Das wären sozusagen etwas die größeren Orte hier im Tal, und dann geht es wieder Richtung hoch, Richtung Osten weiter, und dann kommen noch einige kleinere Ortschaften dazu. Aber wie du gesagt hast, das bekannteste wird sicher die Drei Zinnen sind das. Die Dolomiten sind hier sofort etwas südlich vom Kronplatz. Und nördlich von uns sind andere Naturparks, wie zum Beispiel der Naturpark Rieserferner Ahrn. Das ist da, wo das Antholzer Biathlon jedes Jahr stattfindet. Waren wir auch gestern waren wir in Antholz. Also das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Gibt auch einen super schönen See da oben, da kann man einmal außen rum wandern. Und das ist auch schon das Stichwort, wandern. Also das heißt, wenn ihr auf unser Festival kommt oder wenn ihr überhaupt mal hier Urlaub machen wollt, dann habt ihr nicht nur die Möglichkeit, Biken zu gehen. Biken gehen ist ein kleiner Teil dessen, was ihr hier alles erleben könnt. Wir selbst, also ich, meine Frau und meine Tochter, sind komplett als Familie hier. Und ich muss sagen, wir haben diese Tage, die wir jetzt halt hier sind, haben wir immer irgendwas anderes zu tun gehabt. Da ist auch Matthias federführend in Olang ein bisschen tätig. Ihr habt in Olang auch wahnsinnig viel für Familien gemacht, oder? Genau, wir haben versucht, für alle Orte, die wir jetzt hier so rund um den Kronplatz rum haben, uns für jedes Produkt irgendwie zu spezialisieren. Mhm. Und Olang ist seit über 10 Jahren jetzt dabei, sich beim Thema Familie aktiv zu positionieren. Mhm. Das heißt, wir bauen natürlich sukzessive das Angebot aus und versuchen Leuten wie euch
was zu bieten, damit es euch da gefällt. Mhm. Und das hoffen wir schaffen zu können, indem wir, indem wir Gäste wie euch dann hier haben. Ja, das ist sozusagen jetzt mal das, der Olanger Part. Mhm. Bruneck hingegen ist dann die Kleinstadt, mhm. ist sehr eine aktive Stadt, hat sehr junges Publikum, also auch die lokalen Leute sind sehr aktiv, gern mhm. draußen. Bruneck ist natürlich sozusagen das, das Herz von unserer Region, da kann man shoppen. Bruneck gibt es Museen, gibt es mhm. was zum Anschauen, gibt es gute Sachen zum Essen. Und man ist natürlich genauso wie in Olang direkt am Fuß vom Kronplatz. Mhm. Und der Kronplatz wäre dann sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf. Das heißt, wenn jemand jetzt nicht im Talrad fährt oder wandern geht, irgendwo abseits, mhm. dann kann er natürlich von allen Talorten direkt drauf auf den Gipfel. Mhm. Und oben gibt es natürlich massig Angebote. Das ist Wahnsinn. Also der Kronplatz selber, lass uns das kurz erklären. Es ist eigentlich ein freistehender Berg, in Anführungsstrichen, 2270 Meter sowas. Genau. Und er steht eigentlich frei. Also du hast oben ein Plateau und da kannst du einmal 360 Grad rundum sehen. Und das ist sehr selten in den Bergen eigentlich. Genau. Und das zeichnet den halt aus. Also ihr könnt da oben, habt ihr einen Rundweg, den könnt ihr dann auch rundlaufen. Und da habt ihr wirklich immer andere Berge vor eurem Auge. Das ist fast schon einmalig, würde ich sagen. Es ist einmalig, weil es gibt kaum ein anderes Skigebiet, das so eine Form hat wie der Kronplatz. Mhm. Also in Italienisch sagt man ja gerne der Panettone. Das ist ja dieses Zuckergebäck, das wirklich so, als an den Seiten der Schnee wäre, der Zucker, die Glasur. Ja. Der Kronplatz bietet tatsächlich das, was viele nicht haben. Das heißt, kein Berg macht dem Kronplatz Schatten. Mhm. Also man sieht von da wirklich in alle Richtungen. Also wenn ihr gerne nach Deutschland schaut, dann müsst ihr halt nach Norden schauen. Wer lieber nach Süden schaut, der schaut nach Süden. Ich glaube, wenn wir von oben runterkommen, genau. schauen wir auch lieber. Also man sieht wirklich tatsächlich ein wunderbares Panorama. Ja. Und das wirklich 360 Grad. Ja, das ist ja. wirklich, also grandios. Gerne, wenn ihr hier seid, einfach mal auf den Kronplatz hochfahren. Auch wenn ihr nicht unbedingt Bike-verrückt seid. Da oben gibt es genug. Restaurants gibt es da oben. Da gibt es auch das Messner Mountain Museum zum Beispiel, genau, ist auch ein Highlight. Ja. Und das größte Highlight eigentlich für alle, die sehr gut speisen wollen, ist das Lumen. Genau. Ne? Das ist ein Ein-Sterne-Restaurant, glaube ich, da oben, oder? Oder wie, soweit wie sagt ich man weiß, hier? Ja Sterne-Restaurant mit Norbert Niederkofler. Genau. Genau. Quasi ein sehr gutes Restaurant da oben in einem Bergfotografie-Museum. Was ganz auch klar. sehr speziell ist. Also für alle Fotografen da draußen, geht da mal rein, das ist sehr abgefahren. Ist ein bisschen neumodisch alles, aber es ist sehr abgefahren mit einfach super schönen Bildern. So, wir kommen aber allerdings wieder zu den Aktivitäten unten. Also wenn ihr wieder unten seid, dann könnt ihr natürlich auch zum Beispiel für die Familie einiges machen. Wir haben in Olang sogar einen Waldspielplatz. Da haben wir uns, glaube ich, einen halben Tag aufgehalten, weil der genau. so groß ist. Ja. Was gibt es dazu zu erzählen? Also der Waldspielplatz, das war der Start von unserer Positionierung eigentlich. Mhm. Wir hatten damals gedacht, wir müssen was suchen, das nachhaltig gebaut ist und Familien Spaß bietet im Wald. Mhm. Viele sagten, ja geht's halt Tschurtschen klar, das sind diese Zapfen von den Tannen, die runterfallen. Okay. Also das kann man auch machen, klar. Ja. Aber die Kids, die wollen halt auch etwas, ein geführtes Programm. Ja. Und dann haben wir diesen alten Fitnessparcours, den gibt es bei euch wahrscheinlich auch, diese Trimm-dich-Pfade heißen. Genau, elendiglich ja. lang, alles morsches Holz und ja. so, das gab es bei uns auch. Mhm. Und dann gab es die Idee, was machen wir draus? Das sind so knapp 1,3 Kilometer, würde ich mal sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen mal einen Spielplatz, aber irgendwie anders wie die meisten. Mhm. Und zwar haben wir dann angefangen zu sagen, wir machen verschiedene Stationen. Und daraus entstand dann diese Kinderwelt. Das heißt, man startet mit ganz normalen Spielgeräten für kleine Kids, mhm. also so ab 2, 3 Jahren mit Sandspielplatz, kleinen Schaukeln und so weiter. Und geht dann in der Altersstufe fort mit den Stationen. Ja. Und dann haben wir jetzt wirklich so einen coolen Parcours gemacht aus einem langen Spielplatz, so 1,3 Kilometer im Wald gelegen, also im Sommer ganz schön kühl auch. Und man kann da langlaufen, die Wege sind alle Kinderwagen tauglich. Wir haben WC dort, wir haben Wickeläckchen für die Kleinen, das hast du auch schon mal, also nicht er. Ja, ich nicht, ne. Die Kleine muss das machen. Aber das haben wir dann so gemacht und das kommt wirklich sehr, sehr gut an. Wird sehr gut angenommen, weil es halt Bewegung im Freien ist. Es gibt Klettersachen, es gibt zum Erforschen, es gibt Wasserspiele. Mhm. Also man kann wirklich einen halben Tag oder auch mehr dort verbringen. Und das war sozusagen der Startpunkt für Olang, um sich dann wirklich auf dieses Thema zu stürzen. Und ihr habt Südtirols längste und steilste Rutsche. Genau, die haben wir. Da habe ich mich schön verletzt sogar. Also klar. Ich glaube, die ist sogar die längste, die es überhaupt gibt. Also ich weiß es nicht. Ja, aber die ist definitiv von Südtirol die längste. Die hat 56 Meter. Ja. Sehr steil. Die ist sehr steil. Wir sagen das auch dann meistens, bitte seid vorsichtig, wenn ihr da runterrutscht. Der Basti ist runtergerutscht, hat falsch gebremst. Mit den Achseln sollte man nicht bremsen, weil da brennt man sich halt einmal was auch sehr, sehr auf. Aber ja, das ist die längste Rutsche da. Es gibt dann auch noch kleinere Rutschen natürlich, aber das ist dann so ein kleines Highlight wiederum in der Kinderwelt, um nochmals irgendwie
einen Push zu geben. Und für die Zukunft stellt ihr euch jetzt halt auch schon auf. Ihr habt jetzt halt eine Bike Skill Area, seid ihr gerade am Bauen. Gell? Die genau. Ist jetzt halt, also wir sind jetzt halt Stand September 2022. Ich denke mal, Anfang nächsten Jahres wird die auf jeden Fall offen sein. Ne? Du, die ist aktuell eh schon fertiggestellt. Mhm. Das wurde letzte Woche von den Shapern dann alles total, sag ich mal, fertig gebaut. Mhm. Was jetzt noch fehlt, sind die Skills. Die Skills ja. werden noch geliefert, die sind noch in Produktion, die werden dann eingebaut. Das sind dann ganz einfache Skills aus Holzmaterial mhm. meistens. Und die werden wir dann entlang dieser 450 Meter langen Strecke positionieren. Mhm. Und dann wird die sicherlich, jetzt, ich sag mal jetzt Ende September, Anfang Oktober vielleicht sogar schon fertig sein, aber auf jeden Fall definitiv nächstes Jahr im Frühjahr. Und ist dann quasi für Könnerstufen Anfang bis leicht fortgeschritten, einfach zum Aufwärmen auch, denke ich. Genau, wir wollten was machen für die lokale Jugend. Da gibt es natürlich wie bei euch auch viele Mountainbike-Sektionen, die sich dann dem Thema widmen. Mhm. Und wir wollten eben einen Akzent setzen und denen sagen, schaut, wir bauen was für euch, trainiert dort die Technik. Und wir wissen, dass das dann auch von der Lokalität sehr gut reinpasst in das ganze Thema Rad, weil es am Radweg liegt. Mhm. Liegt auch knapp 2 Gehminuten ab von der Kinderwelt. Genau. Also wir haben da schon die Zielgruppe dort und das geht dann hauptsächlich ins Thema Kids und Anfänger, aber mhm. gern natürlich auch mal ein Gast, der mit dem E-Bike die ersten Schritte macht und der noch nicht weiß, absolut, wie ja. muss ich eine Spitzkehre aufwärts genau. fahren. Ja. Gibt es 4, 5, 6 Spitzkehren, die kann man dann aufwärts treten und ja. dann das langsam erlernen. Es geht. Ist auch wichtig, um euch vielleicht fit zu machen für die Trails am Kronplatz. Die sind verschiedene Könnerstufen. Dazu kommen wir in einem extra Video. Also bleibt gerne mit einem Abonnement dabei. Das heißt, wir gehen mit dem Matthias auch nochmal durch die Trails. Aber was hier jetzt halt noch interessant ist, ist vielleicht der Radweg. Also wir sind selber nochmal den Radweg gefahren. Ihr habt den Weg von Ohlang, geht's ständig bergab bis ja. nach Bruneck. Genau. Das heißt, ihr müsst euch den Akku einteilen, ihr müsst das alles wieder hoch. Aber es ist einfach ein wunderschöner Radweg. Das heißt, ihr habt größtenteils Wert darauf gelegt, dass er abseits der Straßen ist. Teilweise genau. geht er noch ein bisschen auf den Straßen, ja. aber vielleicht in der Zukunft steht da auch vielleicht was an, dass man sagt, man kann das vielleicht wirklich komplett aus von der Straße weg haben, oder? Das ist so, die Fahrradroute Pustertal ist eigentlich komplett ein eigenständiger Radweg, aber mhm. wie du sagst, gerade in den Dorfkernen und ja. wir wollten den Radweg bewusst nicht rauslegen, okay. sondern reinlassen, mhm. weil wir wollten den Leuten ja was zeigen. Die sollen ja durch das Dorf durch ja. pedalieren ja. und nicht am Dorf entlang Richtung, ich ja. weiß nicht wohin. Also das ja. ist nicht eine Schnellradroute von A nach B möglichst schnell, mhm. wie es in Holland mittlerweile ja. diese gibt auch die Dinger. Das ist schon ein touristischer Radweg und deshalb war es uns wichtig zu sagen, in den Ortskernen soll der bleiben und dort ja. natürlich fährt er dann auf der Straße. Super. Ja. Genau. Das ist der Nachteil, aber auch ein Vorteil, weil du nein, kommst halt immer wieder Genussradfahren. Genau. Das ist Genussradfahren. Genau. Und wenn man schon im Urlaub Fahrrad fährt, dann will man ja auch was sehen, genau. sind wir ehrlich. Da genau. hast du vollkommen recht, mit dem Schnellradweg kann jeder, wir wollen auch wenn man genau. was sehen. Wunderbar, Matthias. Vielen Dank. Bitte gerne. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch zum Beispiel das Hotel, wo wir uns befinden. Also Apartment besser gesagt, das ist die Winkelwiese. Ist für Familien super. Ihr habt einen riesen Spielplatz, ihr habt Alpakas und ihr habt sogar eine Möglichkeit, wo ihr euer Bike auch noch parken könnt. Und ihr seid wirklich am Fuße des Kronplatzes. Dazu aber dann noch ein paar Bilder. Wir verabschieden uns jetzt halt oberhalb von Bruneck. Wir gehen jetzt noch ein bisschen biken und ja, wir schauen jetzt mal, dass wir das zweite Video für euch auch noch produzieren. Matthias, vielen Dank. Danke dir, Basti. Gerne, gerne und bis bald. Wunderbar. Gut. Jetzt schauen wir noch, ob das geklappt hat. Vielleicht hast du nicht gedrückt. Ja.